lautet: Die Welt, in der wir aufwuchsen. Je nachdem, durch welche Brille wir auf die Welt schauen, kann sie schön, hässlich bzw. eine Mischung aus beidem sein. Es ist beeindruckend, wie die Natur mit ihrer Vielfältigkeit, sie zu erleben, die Sonne, die Landschaften, Meere, Pflanzen, der Mond, der Sternhimmel und wie alles miteinander zusammenwirkt. Natürlich ist auch der Mensch faszinierend, wie er zum Beispiel in der Lage ist, sich über Generationen hinweg technologisch weiterzuentwickeln. Das Stromnetz, das Telefon, die Kamera, der Fernseher, Computer, Internet, Flugzeuge und Satelliten. Es ist erstaunlich, was der Mensch erschaffen hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es ist nicht, man kann nicht einfach mal so ein Telefon bauen. Es ist ein Fachwissen erforderlich, um ja, die Schallwellen, die aus unserem Mund kommen, in ein elektronisches Signal umzuwandeln, mithilfe eines Mikrofons, dieses Signal dann über ein Kabel weiterzuleiten und am anderen Ende der Leitung dann wieder zurück in ein analoges Signal durch Lautsprecher umzuwandeln. So ein Telefon ist ja schon genial. Außerdem sind wir Menschen in der Lage, Teleskope, also mit Hilfe von Teleskopen, unsere natürliche Sehfähigkeiten weiter hinauszublicken sozusagen. Wir können spektakuläre Galaxien sehen, Himmelskörper. Mittels Mikroskope können wir winzige Strukturen und Objekte erkunden, die aussehen, als wären sie von einem anderen Planeten. Haben Sie sich mal eine Aufnahme von einem Elektronenrastermikroskop angeschaut? Die Bilder sind so detailliert, dass winzige Merkmale sichtbar werden, die mit bloßem Auge oder einem herkömmlichen Lichtmikroskop nicht zu erkennen wären. Dank dieser menschlichen Werkzeuge sind wir also in der Lage, die Natur noch intensiver zu sehen. Und nebenbei gesagt, solche Tele- und mikroskopischen Aufnahmen helfen uns ja nur dabei, die Komplexität der Schöpfung noch besser zu erkennen, wenn man bedenkt, dass Gott ja dies alles erschaffen hat. Fortfahren möchte ich aber, indem wir weiterhin auf unsere Welt schauen, aber diesmal durch eine pessimistische Brille oder eine realistischere Sichtweise auf die Welt. Die Natur hat auch ihre hässlichen Seiten. Extreme Wetterereignisse, Naturkatastrophen, es gibt Pflanzen, also giftige Pflanzen und Mikroorganismen. In der Tierwelt herrscht das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden. Die gesamte Menschheitsgeschichte bis hin zur Gegenwart ist geprägt von schlimmen Ereignissen, wie zum Beispiel Sklaverei und Menschenhandel, Korruption und Machtmissbrauch, Kriege und Konflikte, Völkermorde und sogenannte ethnische Säuberungen, Waffenentwicklungen mit Massenvernichtungswaffen, Tierquälerei, Massentierhaltung, der Anbau von Monokulturen und dem Einsatz von Pestiziden, Umweltzerstörungen. Die positiven Errungenschaften der Menschheit, die ich vorhin genannt hatte, können wir auch durch diese pessimistische Brille ganz anders betrachten. Hauptsächlich haben diese Erfindungen der Menschheit dafür gesorgt, dass wir uns besser vernetzen. Das Aufkommen des Englischen als Weltsprache hat dafür gesorgt, dass wir uns global noch besser miteinander kommunizieren können, besser verständigen können. Und hinzu kommt, dass die moderne Technologie von heute es uns ermöglicht, zum Beispiel chinesische Webseiten und andere digitale Inhalte in fremden Sprachen mit Leichtigkeit in unsere Muttersprache zu übersetzen, was die Kommunikation und den Zugang zu Informationen weiter
erheblich erleichtert. Wenn man dann noch weitere auf den ersten Blick positive Menschheitsentwicklungen in Betracht zieht, wie die Errichtung von der Internationalen Raumstation oder dem Bau von prächtigen Städten mit monumentalen Wolkenkratzern, dann erinnert uns das heutige Verhalten der Menschen an die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel, die in 1. Mose Kapitel 11, Vers 1 bis 9 zu finden ist. Das brauchen Sie jetzt nicht aufschlagen. Gott missfiel nämlich der Hochmut, den die Menschen damals an den Tag gelegt haben, um diesen Turm zu errichten. Wenn wir uns den Querschnitt der Gesellschaft näher betrachten und diesen analysieren, dann könnte man aus einer pessimistischen Sichtweise erkennen, dass der Mensch sich in unfreien und ausbeuterischen Systemen befindet. Bereits die Tatsache, dass in vielen Ländern der Welt Babys kurz nach der Geburt bereits eine Steueridentifikationsnummer zugewiesen wird, erinnert an die Markierung von Vieh in der Massentierhaltung. Oder die Schulpflicht, die die individuelle Freiheit von Eltern und Kindern einschränkt, darüber zu entscheiden, wie sie ihre Bildung gestalten möchten. Stattdessen werden vom Bildungssystem vorgegebene Lerninhalte auf die Schüler aufgezwungen. Insgesamt kann man sagen, dass die weltweit etablierten wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen und sozialen Systeme einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Wenn wir jedoch den einzelnen Menschen individuell betrachten, entdecken wir bestimmte Lebenskrisen und möglicherweise auch traumatische Erlebnisse, die jeder von uns individuell durchlebt hat oder noch durchleben wird, bei denen es vielleicht etwas unpräzise wäre, diese Ursachen nur als Systemfehler zu bezeichnen. Greifbarer wären folgende Tragödien wie Unfälle bzw. plötzliche hereinbrechende schlimme Ereignisse im persönlichen Leben, Verlust eines geliebten Menschen, Krankheit, physische oder emotionale Gewalt, sexueller Missbrauch, soziale Ausgrenzung, Rufmord, mangelnde Wertschätzung, Täuschungen, fehlende Liebe. In letzter Zeit bin ich auf einen Dokumentarfilm gestoßen im Internet mit dem Namen »Als Mutti in den Westen ging«. Dieser herzzerreißende Film wird als vierteilige Serie beim MDR ausgestrahlt und beleuchtet ein bewegendes Kapitel der deutschen Geschichte. Die Dokumentation setzt sich teilweise aus einem Film zusammen, der bereits 1990 vom Regisseur und Filmemacher Eberhard Weisbart veröffentlicht wurde. Weisbart musste selber in seiner Kindheit in einem Heim leben und wurde später als erwachsener Mann Dokumentarfilmer. Und als er 1990 dann auf ein Phänomen aufmerksam wurde durch einen Zeitungsartikel, dass zu Zeiten des Mauerfalls Eltern anscheinend unzufrieden waren und die Chance genutzt haben zur Zeit des Mauerfalls eine Chance gesehen haben, ein neues Leben anzufangen ohne ihre Kinder, und die haben einfach ihre Kinder im Heim abgegeben. Und in diesem Film wurden dann 1990 die Kinder befragt, die quasi abgegeben wurden, ob sie das verstehen, was mit denen passiert, wo ihre Eltern oder wo ihre Mütter sind. Und das Interessante dabei ist, dass 30 Jahre später genau die gleichen Kinder im Erwachsenenalter nochmals interviewt wurden, inklusive auch den Dokumentarfilmer. Und bemerkenswert war auch, dass zum Beispiel ein heute erwachsener Mann, der ehemals ein Heimkind war, sich kaum oder gar nicht mehr an diese schlimme Zeit erinnern konnte, weil anscheinend das Unterbewusstsein das alles verdrängt hat. Und erst als er selber diese Aufnahmen von damals gesehen hatte, wurde ihm bewusst, welche Sehnsucht er als Kind gehabt haben muss, verspürt haben muss, zu seiner Mutter oder zu den Eltern. Ebenfalls eine Frau wurde interviewt, und sie hat gesagt, dass sie bis heute noch
mit diesen Kindheitserlebnissen zu kämpfen hat. Besonders für Kinder, aber auch Erwachsene, kann es schmerzhaft sein, wenn traumatisierende Erlebnisse durchlebt werden müssen. Und wer weiß, ob vielleicht auch wir als Baby oder im Kleinkindalter vielleicht ein unscheinbares kindliches Trauma erleben mussten, von dem wir bis heute gar nichts wissen, da die Wahrscheinlichkeit besteht, es als Kleinkind einfach verdrängt zu haben. Denn keiner von uns ist unter perfekten Bedingungen aufgewachsen und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Im Laufe des Lebens kann es durch verschiedene Lebensphasen dazu kommen, dass ein unsortierter Haufen von Puzzleteilen zurückbleibt und einfach alles keinen Sinn ergibt. Manche Puzzlestücke liegen vielleicht direkt vor unserer Nase und manche Puzzleteile haben wir noch gar nicht bewusst auf dem Schirm. Der Glaube an Gott hilft uns dabei, die Welt, in der wir uns befinden, Stück für Stück zu verstehen. Die einzelnen unsortierten Puzzlestücke des Lebens, die vor uns liegen, richtig zu sortieren und zu einem großen, ganzheitlichen Bild zusammenzufügen, mit der frohen Botschaft, dass am Ende alles gut wird und jeder Mensch noch seine Chance bekommen wird, ein aufrichtiges Leben führen zu dürfen. Mit dieser Zuversicht fällt es uns viel leichter, schwierige Zeiten zu durchleben und gleichzeitig die schönen Momente im Leben zu genießen. Lesen wir alle zusammen zum Abschluss im Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 1 bis 15. Sprüche, Kapitel 3, angefangen ab Vers 1. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen.